in seine Obhut bekommen, nachdem Dieter Marzis zuvor trainiert hatte und sein Besitzer Otto Varga mit dem dritten Platz im Derby nicht zufrieden war, es zu Adi Übleis überstellt. Wir haben wieder die Helmkamera in Aktion. Sie wird wieder von Dieter Marz getragen. Er steuert also das Spaderna-Pferd Felexa. Und aus der Sicht des Fahrers die Vorbereitungen zum Start, die bei Bendestar doch immer ein bisschen hektisch ausfallen. Jetzt das Kommando. Da sehen wir den Dieter mal groß im Bild. Hier dreht er seine Stute. Start hat geklappt, aber schlecht gestartet ist Sorrento. Der hat viel am Start hergeschenkt. Und Chrissy E. ebenfalls schlecht gestartet, am Start von den Beinen gekommen. Das heißt, eine der Favoritinnen ist aus dem Rennen. Gut abgekommen ist Felexa mit Dieter Marz. Sie liegt an dritter Stelle. Wir haben hier noch einmal die Perspektive ihres Fahrers im Rennen ins Bild bekommen. Daletta führt. Cesare Borgia liegt an zweiter Stelle. Dann folgt weiter hinter an dritter Position Felexa. Sehen wir, wie das kleine Mini-Objektiv jetzt schon zunehmend schmutzig wird. Sorrento taucht daneben. Winningchap außen bereits auf. Hat seinen Bodenverlust am Start, den sein Fahrer offensichtlich in Kauf genommen hat, gut gemacht und fährt hier in dritter Spur. Wird von Adi Übleis jetzt hinausgedrängt, aber im Augenblick scheint er davon noch nicht allzu sehr betroffen zu sein. Vorne liegt aber Daletta, Felexa ist sogar Zweite und außen kommt der Angriff von Sorrento. An vierter Stelle Winning Chap, während Cesare Borgia ausgeschieden ist. Er wurde disqualifiziert wegen unreiner Gangart. Vorne also führt im Augenblick noch Daletta, die Außenseiterin. Sie kam nur als Dritte ihres Vorlaufs in das Finale. Daneben begleitet wird sie nun von Sorrento und ganz hervorragend hält sich unser Kamerapferd Felexa im Besitz von Thomas Frühmann an dritter Stelle mit Dieter Marz. Winning Chap ist dann Vierter und Eagle Rock vor Creon Fünfter. Vorne nun aber der Angriff von Sorrento, außen innen Daletta mit Helmut Obermeier. Außen der Russe, Sorrento, innen dahinter liegt Felexa mit Dieter Marz. Ganz außen kommt Winning Chap, noch weiter außen, dann Creon. Und Creon ist auch disqualifiziert worden wegen Galopps. Und jetzt geht es in den Einlauf. Sorrento in der Bahnmitte. Ja, und das Pferd gewinnt spielend. Der russische Hengst ist wirklich eine Klasse für sich. Setzt sich ab. Wer wird Zweiter? Daletta und Felexa kommt noch einmal mit Dieter Marz und ihnen noch einmal Eagle Rock. Aber vorne gewinnt Sorrento. Ganz verhalten überlegen. Vor Felexa oder Daletta, da war es ganz knapp um den zweiten Platz. Und Eagle Rock wurde Vierter. Somit bestes österreichisches Pferd im Rennen, Eagle Rock mit Gerhard Martinu an vierter Stelle. Aber eine Demonstration großen Könnens lieferte hier Michael Wladimir Kozlov aus Moskau mit seinem Hengst Sorrento ab. Und beachten Sie, der Russe trägt keine Brillen und das noch dazu bei solchen Verhältnissen, wo einem der Gatsch ins Gesicht spritzt. Er hat auch während des Aufwärmens keine Handschuhe getragen. Also in diesem Fall, wenn man dieses Wort hier ansprechen will, fährt er wirklich russisch. Das ist der Einlauf in Zeitlupe. Sorrento, obwohl er einen Startverlust in Kauf genommen hat, obwohl er viel außen gehen musste, löst sich spielend wie ein Traber ganz anderer Klasse. Er ist wirklich ein Weltklasse-Ross. Zählt, würde ich sagen, zu den 5, 6 besten Pferden der Welt, auch wenn es echte Vergleiche hier noch kaum gegeben hat. Außen Felexa vielleicht noch Zweite geworden. Ich würde eher sagen, dass es sich ganz knapp innen für die deutsche Stute Daletta ums zweite Platzgeld noch ausgegangen ist. Noch eine Stilstudie, auch eine sehr schöne Trabaktion, über die dieser auch russisch gezogene 5-jährige Hengst verfügt. Somit zum ersten Mal im Preis der Stadt Wien ein sowjetischer Erfolg. Es gab ja schon viele internationale Sieger aus Schweden, aus Deutschland, aus Italien, aber ein russischer Traber hat den Preis der Stadt Wien noch nie gewonnen. Bahnrekord ist es natürlich keiner geworden. Die 1.14.9 von Snackbar, der als Zweiter von 1640 Meter gestartet, damals vor 7 Jahren diesen Rekord aufgestellt hat. Dieser Bahnrekord blieb unangetastet. Auch der Rennrekord von 1.15.7, gehalten von Pershing, der den Preis der Stadt Wien zweimal gewonnen hat, dieser berühmte schwedische Hengst, und von Darlene Proline, ebenfalls 1.15.7, wird wohl auch unangetastet geblieben sein. Ich warte noch auf die Siegerzeit.
Und bleiben wir noch hier ein bisschen bei der Siegerehrung. Ein Live-Sieger-Interview werden wir wohl nicht bekommen. Dazu werden die Sprachschwierigkeiten, glaube ich. Auch wenn Michael Kozlov ein bisschen Deutsch spricht, der hat ja mit seinem Pferd einige Zeit in Deutschland verbracht, jetzt nicht mehr zustande bekommen. Stadtrat Heupel überreicht ihm nun den Siegerkranz als der für den Sport zuständige Stadtrat der Bundeshauptstadt, denn es war ja heute der Preis der Stadt Wien. Ja, dieser Sorrento ist wirklich ein Weltklasse-Traber. Es wird interessant sein, wie das weitere Engagement mit diesem Traber nun aussieht. Ob er die großen europäischen Rennen im Sommer in Italien und in Schweden sich aussuchen wird, um dort dann gegen die Europa-Elite den Start zu gehen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dieses Pferd hier gegen die Besten Europas bestehen kann. So wie er den Preis der Stadt Wien gewonnen hat, das war wirklich eine Klasse für sich. Und viel Applaus bei der Siegerparade. Preis der Stadt Wien-Sieger, also Sorrento aus der Sowjetunion mit Michael Wladimir Kozlov und mit diesen Eindrücken von einem zum Glück vom Gewitter doch noch halbwegs verschonten Finallauf um den Preis der Stadt Wien, der Traber in der Kreau, gebe ich zurück zu Heinz Brüller auf den Königlberg.